Zum Freitag ein kleines Update von draußen, 24. Mai. Ich sag's mit Absicht dazu, denn das Wetter passt absolut nicht zum Thema Mai. Es ist bewölkt, es ist regnerig, es ist auch nicht sonderlich warm. Also es macht absolut keinen Spaß draußen was zu machen. Das geht die ganze Woche jetzt schon so. Ja, mal schauen, vielleicht wird es am Wochenende ein bisschen besser, aber irgendwie fehlt mir so mittlerweile die Hoffnung. Zwei Tage schön, fünf Tage schlecht, so in etwa sieht der Mai bisher aus. Ja, Wassertemperatur aktuell 5,3, ja, das mittags um 12, also nicht sonderlich einladend hier draußen das Ganze. Ja, die Algen sind wieder ein bisschen zurück, ja, ist kein Wunder, keine Sonne oder wenig Sonne, sagen wir mal so. Heißt natürlich auch wenig Pflanzenwachstum. Die Schwertlilie hatte geblüht, ist mittlerweile wieder verblüht. Zyperngras steht ganz ordentlich, ne, das wächst und gedeiht auch. Ja, ich sag mal, hier bei diesem trüben Wetter ohne Probleme, was auch keine Schwierigkeiten macht, ist die Wasserminze und die Lobelie. Das schaut soweit alles ganz gut aus. Was sich ein bisschen am Erholen ist und auch mittlerweile sich wieder ein bisschen vermehrt hat, ist das Salvinia, also die Schwimmpflanze. Auch der südamerikanische Froschspitz sieht wieder ein bisschen besser aus. Ja, also es geht schon in die richtige Richtung, ne, aber es fehlen halt mal konstant ein paar warme, sonnige Tage am Stück. Das ist einfach so. Ansonsten der Besatz, die Metaka Yang Guifai, alle gut drauf, keine Verluste. Und ja, wir warten alle gemeinsam auf besseres Wetter. Ja, die ersten Metaka White Lames sind ja schon eingezogen in einen der neuen Kübel. Hier sieht es ein bisschen wüst aus. So viele, viele kleine geflockte Algen hier oben auf der Wasseroberfläche unterwegs. Ich kann mal schauen, ob wir die kleinen irgendwo erspähen können. Das sind auch sehr, sehr kleine Jungtiere, die ich hier eingesetzt habe. Aber gut, die haben Zeit. Die können sich in aller Ruhe hier entwickeln und groß werden. Auch hier hat sich die Salvinia ganz gut vermehrt. Ja, muss ich sagen. Also hier steht ganz ordentlich da. Hier drüben sieht es noch wüster aus, was die Algen angeht. Aber auch da, die Salvinia ist ordentlich auf dem Vormarsch. Ne? Das schaut soweit alles ganz okay aus. Jetzt schauen wir, ob wir hier gerade nochmal einen kleinen irgendwo entdecken. Ja, da haben wir doch einen. Ich hoffe mal, der ist einigermaßen zu sehen. Also denen geht es gut, die ich hier eingesetzt habe. 6 Stück an der Zahl. Die machen ihr Ding und wachsen und gedeihen. Ja, ansonsten noch 3 weitere Kübel. Den einen hier, den möchte ich ja in jedem Fall noch mal ein bisschen neu gestalten, ein bisschen umgestalten. Die anderen beiden auch. Ne? Also die sollen so nicht bleiben, ganz klar. Aber wie gesagt, bei dem Wetter hier macht es keinen Spaß, draußen was zu machen. Ne? Das ist einfach so. Teichlebermoos. Ja, auch dem geht es hier draußen richtig gut. Ne? Kommt mit diesen Temperaturschwankungen, auch mit diesen kühleren Temperaturen sehr, sehr gut zurecht. Überhaupt keine Probleme. Und die Metakas ja sowieso nicht. Ja, also das schaut alles okay aus. Hier haben wir noch einen Kübel mit ein paar kleineren Metaka White Lambs. Hier ist Procostum und Quadrifolius drin. Auch das funktioniert hier outdoor richtig gut. Cryptocurrine crispatula ist noch da hinten im Hintergrund. Auch das macht überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja, obwohl eben Temperaturen aktuell, Wassertemperaturen, ja 5, 6 Grad. Ne? Es ist schon relativ kühl, aber macht den typischen Aquarienpflanzen jetzt erstmal nicht wirklich etwas aus. Die älteren Metaka White Lambs hier unten noch im Kübel. Den Kübel hier möchte ich ja in jedem Fall auch noch auflösen, ne? Aber ich will warten, bis mal wirklich konstant wärmere Temperaturen da sind, weil ich eigentlich die Tiere ganz gerne hier unten im Kübel nochmal vermehren möchte. Also die sollen in Ruhe nochmal ein paar Eier ablegen, aber natürlich bei diesen kühlen Temperaturen wird es nichts werden. Insofern müssen sie einfach noch ein kleines bisschen warten, bis dann die Temperaturen auch entsprechend mitspielen. Ja, momentan eher so ein bisschen Frühlingsfrust statt Lust. Ist einfach so. Na, 13, 14 Grad haben wir draußen, Außentemperatur, 5 Grad Wasser. Macht keinen wirklichen Spaß draußen was zu machen. Ist einfach so. Ne? Deswegen, ich habe auch im Garten noch nichts weiter gemacht. Die beiden Kübel sind noch leer, beziehungsweise laufen die gerade voll mit Regenwasser. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe da jetzt noch nichts weiter gemacht, dass die ja einlaufen können in dem Sinne. Und ich bin auch momentan so ein bisschen am Überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, beide noch zu starten. Ja, weil so langsam aber sicher tickert auch die Zeit weg, denn ich möchte schon ganz gerne mit den Tieren Minimum für 3 Monate nach draußen.
sowohl mit den Kardinalen als auch eben mit den Guppies. Und das schaut mittlerweile echt mau aus. Ich meine, Juni, Juli, August, na, meistens so ab Mitte, Ende August ist das Wetter dann auch nicht mehr ganz so schön. So war es bisher die letzten Jahre gewesen, dass ja, der letzte Teil der Sommerferien überhaupt kein schönes Wetter mehr gewesen ist. Und ja, von daher frage ich mich eben schon, inwieweit das überhaupt auch Sinn macht, da drüben die beiden Kübel beide noch zu starten. Na, also einen der beiden denke ich mal ja, ne, mit den Kardinalen, aber ob es am Ende für beide reicht, was die Guppies angeht, lasse ich mal entsprechend noch offen. Kann auch sein, dass die Guppies wieder zurückgehen ins Kinderzimmer, denn da haben wir die Woche hier einiges gemacht. Also die Jungs haben ein neues Bett bekommen, neue Schränke bekommen, hast du nicht gesehen. Das war jetzt die Woche erstmal Priorität Nummer 1, damit da erstmal ein Thema baustellenmäßig so abgehakt ist. Und jetzt geht es dann auch, ich sag mal, mit meinen Geschichten weiter. Und ich werde auch gleich nochmal in den Baumarkt gehen, mir schon mal die ersten Hölzer holen für die 3 Meter am Stück. Weil hier muss jetzt was passieren. Ich will die Ordnung reinbekommen in die Hütte. Geht mir alles ein bisschen auf den Strich, dass man alles einfach ein bisschen länger dauert. Aber gut, Stück für Stück geht es in die richtige Richtung. Und ja, ich nehme euch natürlich bei der kompletten weiteren Entwicklung mit. Schauen wir mal eben ganz kurz im Kallaxbecken vorbei, bei den Regenbogenfischen, Melanota India lacustris, ja, in diesem Zwischenquartier, na, also erstmal übergangsweise eingebracht, Thema Bachlauf-Aquarium, ich glaube, ich muss es jetzt nicht nochmal erwähnen, ist immer noch nicht komplett leer, ich weiß immer noch nicht, wohin mit den restlichen Pflanzen von dem Becken, deswegen steht es immer noch so leicht befüllt, aber gut, es ist einfach so, ne? Ich muss da Stück für Stück rangehen, Stück für Stück das Ganze dann auch rückbauen, damit alles irgendwo vernünftig heruntergebracht ist, weil alles andere macht eben keinen Sinn. Ausfälle hier, nein, Fehlanzeige, alle Tiere haben diesen Umzug erstmal ganz gut mitgemacht. Und die Steckregale auf der Gegenseite stehen mittlerweile auch. Also da haben wir jetzt 3 Stück stehen, 2,25 Meter lang. 2 davon sind dann eben 1,50 Meter Länge und das wird eben dann ein neues Becken werden für die Melanota India lacustris. 1,50 Meter mal 30 mal 40. Also 40er Höhe, 30er Tiefe. Becken ist bestellt im Übrigen. Wird noch ein bisschen dauern. Muss angefertigt werden, logischerweise. Aber das nur mal eben mitgenommen auf die Schnelle. Das neue Zuhause für die Melanota India lacustris ist in jedem Falle bestellt. Ja, das Becken hier wird dann auch sehr wahrscheinlich stehen bleiben. Ne? Weil es gefällt mir hier an dem Standort doch sehr, sehr gut. Auf diesem Kallaxregal, die 100 Liter. Ich nehme an, das machen wir dann als Artenbecken oder als Fastartenbecken dann für die Pastellgondeln. Sind ja sowieso schon Pastellgondeln drin. Drüben schaut es auch ganz gut aus, was den Vermehrungsansatz angeht. Da sind wir heute Tag 5. Auch da können wir gleich noch mal ganz kurz vorbeischauen. Gelege besteht immer noch, das schon mal vorab. Aber wie gesagt, hier sind ja sowieso schon Pastellgondeln drin und ich hatte ja auch ein Artenbecken in der sowieso Planung. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dann am Ende die Pastellgondeln hier alle gemeinsam einziehen werden. Das Ganze noch vielleicht mit einem kleinen Minischwarm von irgendwelchen kleinen Rasporas. Na, sowas in der Richtung könnte ich mir hier in den Becken sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht nochmal eine andere Beleuchtung drüber. In jedem Fall eine geänderte Bepflanzung. Aber so grundsätzlich, um das mal mitzunehmen, ich nehme an, das wird dann am Ende das neue Zuhause werden, dann für die Pastellgondeln, sobald dann eben die Lacustris wieder umgezogen sind. Ach, wie gut, dass das Wetterprojekt keine Probleme macht. Nehmen wir auch den Kampffisch mal ganz kurz mit, den Crowntail hier im Juwel Lido 120 in Vergesellschaftung mit seiner kleinen Herde Hengels Kaltwerk-Bärblinge. Ja, dem Kollegen hier geht's gut. Ein richtig guter Schwimmer, sehr, sehr hübsches Tier, muss ich sagen. Also hat sich richtig toll entwickelt, das komplette Projekt hat sich ja richtig toll entwickelt. Macht auch eigentlich keine wirkliche Mühe. Ne? Ich habe mal wieder so ein bisschen zurückgeschnitten, die Pogostomon quadrifolius. Ihr seht, hier ist mal wieder ein bisschen Freiraum. Ne? Ansonsten ist nämlich die Wasseroberfläche doch sehr, sehr schnell mit Ausläufern der Pflanze zugewachsen. Und so ein bisschen Freiraum brauchen die Kaltwerk-Bärblinge natürlich auch, ne? Weil sie sich eben auch ganz gerne mal ein bisschen bewegen möchten. Ja, auch das Taiwanmoos jetzt mal wieder sichtbar. Ne? Ist er verklebt hier an dem Holz. Normalerweise eben komplett zugewuchert mit der Pogostomon quadrifolius, aber eben jetzt nach dem Rückschnitt mal wieder so ein bisschen was von dem Moos erkennbar. Schießmonoglottis pretoi hat eine Blüte. Nehmen wir auch die mal ganz kurz mit, da unten. Ja, sieht schon toll aus. Falsche Anubias, könnte man ja fast sagen. Ja, hat so ein bisschen Ähnlichkeit,
aber ist eben keine, ich würde auch mal sagen, die ist weniger anspruchsvoll. Ne? Also die wächst und gedeiht unter sämtlichen Bedingungen, auch wenn sie mal weniger Licht abbekommt. Aktuell bekommt sie auch glücklicherweise mal wieder ein bisschen mehr Licht ab. Ne? Nach diesem kleinen Rückschnitt hier das Becken doch wieder ein bisschen heller. Und eben auch jetzt hier direkt mal wieder mit einer Blüte. So, da auch mal wieder ein Dornauge unterwegs. Also das macht schon echt Spaß, hier reinzuschauen, weil eben überall ist so ein bisschen Bewegung, ne? Selbst unten auf dem Boden. Sei es Amano-Garnele, sei es Sulawesi-Inlandsgarnelen oder aber eben jetzt auch die Dornaugen, die ja seit ein paar Wochen eingezogen sind. Also das ist so ein richtiges Rundum-Sorglos-Aquarium, möchte ich mal fast sagen. Ne? Macht mir echt Spaß, das komplette Projekt, nicht nur wegen dem Kampffisch, sondern dieses komplette Paket an sich. Ja, einfach macht Spaß reinzuschauen, es macht Spaß, das Ganze hier zu beobachten, dieses Treiben und ja, was soll ich sagen, so kann es ganz gerne weitergehen. Hier auf der rechten Seite ist gerade irgendwie, ich habe keine Ahnung, was die da am Treiben sind, aber da sind 4, 5 Dornaugen gerade unterwegs. Ich hoffe mal, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Ja, da ist ein Blättchen der Schießpantoklottis, was nicht mehr ganz so schön ist, aber das lasse ich in aller Ruhe vergehen, ne, weil alles, was sich so zersetzt und vergeht, ist nun mal eben auch Grundlage und Nährstoff für die Bepflanzung. Das ist nun mal so. Geben und nehmen. Wichtig ist immer, dass ordentlich Neuaustriebe vorhanden sind und das ist definitiv der Fall. Und von daher stört mich so ein Plättchen, was eben gerade mal ja, den Abgang macht, in dem Sinne überhaupt nicht. Ja, da ist sogar eine weitere Blüte der Schießpantoklottis pretoi. Also jedes Mal, sobald ich die Pogostnummern ordentlich zurückgeschnitten habe und es fällt mehr Licht hier unten ein, dankt es die Pretoi mit Blütenwachstum. Ja, alles in allem eine richtig, richtig coole Entwicklung. Ne? Nicht nur wegen ihm, aber er war ja so der ausschlaggebende Punkt, ne, für das Becken hier überhaupt. Und was soll ich sagen, überall gibt es was zu beobachten, es gibt überall was zu sehen, sei es eben die Kaltwerkwerblinge, sei es der Kampffisch an sich oder eben jetzt neu mit dabei die Dornaugen. Aktuell sehe ich leider keines. Ja, ich könnte mal ein bisschen Futter geben, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, Futter zieht immer, könnte man sagen. Also jetzt das Ganze richtig schön aktiv hier unterwegs. Das komplette Becken wird ausgenutzt in der Höhe, in der Tiefe, in der Breite, wie auch immer. Die Dornaugen unten auf dem Boden sind unterwegs, versuchen natürlich da ihren Anteil an Futter auch sich abzuholen. Und wie gesagt, so macht es einfach Spaß, das komplette Treiben hier zu beobachten, die komplette Entwicklung mitzunehmen von dem Becken hier. Ja, und eben ja, auch zu zeigen, dass sehr, sehr wohl ein Kampffisch auch vergesellschaftet werden kann. Ich will nicht sagen jeder, es sind Charaktertiere, ne, aber ich bin schon der Meinung, man sollte es zumindest versuchen. Und jedes Tier ist es irgendwo wert, dass es vernünftig gehalten wird. Und ja, ich meine, die Exit-Lösung, wenn man da einen Kollegen erwischt, der total aggressiv reagiert, was es definitiv auch gibt, ne, dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, für den ist es vielleicht besser, wenn er alleine bleibt, ne? Aber grundsätzlich sollte der erste Ansatz immer sein, so ein Tier auch vernünftig und adäquat unterzubringen. Dazu gehört aus meiner Sicht eben eine entsprechende Beckengröße und ganz, ganz wichtig auch die Interaktion mit anderen Tieren. So, nehmen wir auch mal das Pastellgrundelgelege ganz kurz mit. Aktuell das Männchen nicht in der Höhle. Na, nehmen wir mal die Kunst der Stunde. Na, wobei, jetzt macht er gerade wieder zu. Verdeckt die Sicht. Ja, da oben rechts in der Ecke. Der Meister wieder zurück in seiner Höhle. Ja, jetzt wird wieder ordentlich befächelt das Ganze, damit es auch ordentlich mit Sauerstoff na, versorgt ist. Ab und zu mal ein bisschen anstupsen, damit auch nichts verpilzt. Moa macht das schon ganz gut für sein zweites Gelege. Ich bin gespannt, was diesmal dabei rauskommt. Ja, ich versuche gerade mal ein bisschen näher ran zu zoomen. Ja, viel besser funktioniert es nicht, weil ansonsten wird es nämlich wieder unscharf. Aber ich denke mal, man kann die Augen erkennen. Ne? Also da sind überall kleine schwarze Punkte. Also befruchtet ist die ganze Gelegenheit hier in jedem Falle. Und das schaut doch soweit ganz gut aus. Ja, ich muss mir unbedingt mal eine andere Taschenlampe besorgen. Das funktioniert zwar einigermaßen hier mit der hier, aber irgendwie etwas auf Stativ. Ne? Weil Handy halten plus Taschenlampe halten ist manchmal nicht ganz so einfach.
Also spätestens dann, wenn du mal irgendwie ranzoomen willst und willst du scharf stellen, dann hast du echt ein paar Problemchen. Aber ich denke mal, hier mit den Aufnahmen kann man ein bisschen was anfangen. Also, Tag 5 für das zweite Pastellkundelgelege innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, ob es diesmal funktioniert, ob es diesmal klappt, ob es diesmal dann hinbekommt, ne, dass auch letztendlich mal ein paar Jungtiere dabei rumkommen. Aber gut, er ist noch jung, ist das zweite Gelege, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, ich würde sagen, machen wir ein Deckelchen drauf für heute, so als kleines Mix-Update zum Starten das Wochenende. Ich begebe mich jetzt in jedem Fall nochmal in den Baumarkt, denn ich will hier den ersten Teil hinbekommen. Ja, knappe 3 Meter werden es, 2,97 Meter, um ganz genau zu sein. Ich nehme an, es werden drei Abschnitte werden, jeweils 1 Meter. Aber wenn der erste Meter schon mal da wäre, wäre das schon mal in jedem Fall ein ordentlicher Schritt nach vorne, besser als wochenlanger Stillstand. Projekt Blue Cube könnte dann direkt hier gestartet werden und ja, Stück für Stück würden wir in jedem Falle dann auch hier ein kleines Stückchen weiterkommen. In dem Sinne, es gibt einiges zu tun, gehen wir es an und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden bzw. nehme euch mit bei der kompletten weiteren Entwicklung. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten Deckelchen drauf für heute und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe mal, das Wetter spielt ein bisschen besser mit als die letzten Tage und es wird jetzt hier nicht, ja, ein verregnetes Maiwochenende. In dem Sinne, habt eine gute Zeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Tschüss und bis bald.